Jeder sollte es seinem Können anpassen, also steigern oder halt ein bisschen schwächer. Wir fangen hier in dem Workout, zeigen wir es wirklich für die Beginner auch angepasst, sodass sie nicht gleich abgeschreckt oder ähnliches sind. Und was wird trainiert? Wir trainieren eigentlich den kompletten Körper, Ausdauer und Kraft und haben dort halt in jedem Bereich ein paar Übungen eingepackt. Also im Ganzkörpertraining. Ja. Ja, da bin ich schon gespannt drauf und sage, leg los. Wir starten mit dem Boxer darauf, einmal die Erklärung dazu. Das heißt, wir nehmen die Fäuste nach oben, heben die Knie und zu jedem Knieheben kommt ein Schlag. Jetzt nehme ich das einmal von vorne. Die Ellenbogen bleiben natürlich unten und halt auch von der Seite. Ich erkläre euch jetzt einmal das Auskicken. Ich gehe dazu in die Kampfstellung. Wir treten leicht nach oben, bleiben aber bis Hüfthöhe und setzen vorne ab. Einmal auf die Seite. Gut. Wir kommen jetzt zum Knie anziehen mit Uppercut. Das heißt, die Knie werden angezogen und wir schlagen nach oben aus. Schön übertrieben über die Kinnhöhe und die Knie, sie werden über die Hüfthöhe angezogen. Auch hier wieder von der Seite. Zum Stepwechsel. Dadurch gehen wir wieder in die Kampfstellung und tauschen die Beinposition. Das heißt, das hintere geht nach vorne, das vordere geht nach hinten. Und dazu bewegen wir uns von links nach rechts. Der nächste Schritt ist eine Kombination aus Kniebeugen mit Explosivität. Hier gehen wir rein, Rücken bleibt gerade, springen nach vorne, gehen wieder hoch zurück durch einen Sprung. Einmal von der Seite, wieder hier die Kniebeuge, Sprung nach vorne, runter, Sprung zurück. Ja, auch ein paar Liegestütze kommen dazu. Wir führen sie ruhig eng aus, Rücken gerade nach oben. Wenn das für dich noch zu schwer sein sollte, setzt du die Knie auf den Boden und führst hier die Liegestütze eng aus. Kommen wir zu den Climbern. Dazu bringe ich dich auch wieder fast in die Liegestützposition. Das eine Bein kommt nach vorne mit der Kniespitze. Kinn ist an der Brust und jetzt wechsle ich das Bein. Bewege meinen Kopf weit nach vorne. Absetzen, wechsel. Seite, hier wieder den Gang. Das sind die Kleinen. Diese Übung ist jetzt eine Kombination aus Schlagen und einem Sprawl mit Strecksprung. Das heißt, wir gehen wieder in Kampfstellung, machen einen vorderen Schlag mit einem Schritt nach vorne, gehen in den Sprawl und in den Strecksprung. Von der anderen Seite, hier nach vorne. Hier zeige ich euch einmal den Beinwechsel. Das ist auch wieder die Liegestützposition, aus der wir uns immer diagonal mit dem Bein bewegen.
Das heißt, rechte Bein nach vorne, zurück, die Stützposition, das linke Bein nach vorne und das Ölwechsel durchführen. Einmal von der Seite. Das wär's. Jetzt die Übung ist unser Sprint, den wir immer machen. Diesen Sprint zählen wir innerlich immer so 3 Sekunden mit und folgen und dann mit einem Kniestoß. Das heißt 21, 22, 23 Knie. 21, 22, 23 Knie. 22, 23 Knie. 22, 23 Knie. Unser Sprint. Als nächstes folgt eine Übung, die auf dem Rücken beginnt, und zwar unsere Fahrradtritte. Dabei heben wir den Kopf, setzen ihn nicht auf den Boden ab. Die Hände sind zum Kopf wie bei der Deckung und hier raus kommen Tritte. Das heißt, wir fahren nicht, sondern wirklich Vor- und Zurückbewegung. Super. Für unsere Froschübung setzen wir uns hin, heben die Beine, die Arme berühren sich und wir öffnen und strecken uns. Zusammen. Wir kommen jetzt zu unserer Paddelübung. Zurück gehen wir wieder auf den Rücken. Der Kopf ist wieder angehoben. Arme nach hinten stecken, Blick nach oben. Die Beine strecken, Füße auch. Und wir bewegen. Wir machen unsere Paddelschläge. Das Seitentippen. Dazu gehen wir wieder in die Sitzposition, legen unsere Hände zusammen, heben unsere Füße an, wechseln uns mit den Seiten ab. Das war das Seitentippen. So, wir wollen jetzt mit dem Workout beginnen. Das Workout ist ca. 7 Minuten lang. Wir haben 30 Sekunden Sequenzen jetzt am Anfang. Jeder kann es aber in seinem Fitnesslevel anpassen, also sprich mehr Gas geben, die Intervalle verlängern und. Oder halt einfach sich die Pause nehmen, die er braucht und dann in der nächsten Übung einsteigen. Wir beginnen jetzt als erstes mit dem Boxerlauf. Starten wir mit dem Auskicken und Kicks. Wir wechseln uns gleich in der Hälfte der Zeit einmal mit den Beinen ab. Stepwechsel und los. Kniebeuge mit Sprung.
Daraus kommen jetzt gleich die Climber. Position. Unser 7 Minuten der Workout. Ja, Dennis, du bist ja ganz schön außer Atem. Ne? In 7 Minuten kann man sich doch ganz schön auspowern. Also es muss kein langes Training sein, es muss nur die Intensität stimmen. Und ja, hast du noch ein abschließendes Wort? Ja, also so wie du schon sagtest, die Intensität muss stimmen. Und ich hatte es ja am Anfang schon angedeutet. Jeder sollte es so anpassen, wie es für ihn passt. Wer mehr braucht, weiter Gas geben, alles geben, was man hat. Und auch für die Anfänger das geben, was man hat und was man kann. Und die zur Not die Pause nehmen, die man braucht und den dann wieder ansetzen. Jawohl,
Dennis, danke dir. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und schreibt in unseren Kommentaren. Danke.